Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend oder wann auch immer ihr die Folge schauen mögt. Heute ein bisschen wieder was anderes, gibt einen kleinen Schnelldurchlauf. Ich dachte mir, wenn wir schon einiges an Wäldern abreißen, an Schienen setzen, an Strommästen setzen und weiß der Geier was, dann gibt es hier einfach mal kurz eben nochmal einen kleinen Schnelldurchlauf. Am Ende der Folge wird dann auch noch ein bisschen Gameplay zu sehen sein. Da es immer ein bisschen schwer ist, es abzuschätzen, wie lang so ein Schnelllauf geht, beziehungsweise wie krass das gekürzt ist, weil ich schneide ja auch dann mittendrin die Dinger ab, die nicht für den Schnelllauf passen. Kann es natürlich sein, dass diese Folge entweder Überlänge generiert oder ein bisschen kürzer ist wie die anderen. Das werden wir dann sehen, aber jetzt viel Spaß damit und bis gleich. Und Flamme. Oh, Flamme an. Ja. Ich auch an. Aber echt.
Okay, anders gefragt, wo baust du den Bahnhof hin? Den kann ich eigentlich irgendwo oben setzen. Mir eigentlich relativ egal. Gut, ich meine, du kannst ja auch. Aber ich wollte hier jetzt im Prinzip die Schmelze setzen, dann kann ich kann hier oder da den Bahnhof setzen oder so, das ist mir egal. Ja, setzen. Setzen vorne. Also dein erstes Geblinke. Dann mache ich jetzt da, wo ich bin, hinter mich. Oh, ich kann sagen, also knapp unter dir. Genau, dann werde ich jetzt vor dem Wasser werde ich einen Wendler setzen. Ein Wendler? Ja, ich dachte auch gerade, oh yeah. Einen Wendekreis. Also wenn der da so lange durchhält wie ein Dschungelcamp, ist er weg, bevor du ihn aufgebaut hast. So was gucke ich gar nicht. Ich hätte nicht mal gewusst, dass der da mitgemacht hat. Das war, glaube ich, die letzte Staffel, die ich halbwegs geguckt habe. Das ist schon ein paar Jahre her. Immer wieder nach einem kleinen, kurzen Schnelllauf. Ist natürlich immer so, wenn ich einen Schnelllauf quasi aufnehme, also sogenannte Offline-Arbeiten mache und ich das einplane als Schnelllauf, weiß ich nur grob ungefähr, wie lange das Ganze geht. Deswegen ist es ein bisschen schwer für mich abzuschätzen, wie lange ich jetzt diese Folge noch mit aufnehmen muss, damit das von der Länge her passt. Also falls es zu kurz sein sollte, dann ist das so. Aber vielleicht habt ihr auch Glück und ich verpeilt so sehr, dass es deutlich länger wird. Ihr habt da gesehen, Schienensystem haben wir komplett jetzt hier mal, also zumindest diesen Weg hier runtergezogen. Hat den einfachen Hintergrund, der Nachtfall hat ja hier eine kleine provisorische Anlage gemacht für unser Koks, weil Stahl und so hier hinten läuft halt gar nichts ohne Koks und das immer hin und her befüllen, da kam auch nicht gut genug rum bei.
Von dem her, da fehlt jetzt noch der Bahnhof, der Abnahmebahnhof für Koks. Müssen wir dann hier noch anschließen. Und parallel hat der gute Brummi hier schon mal angefangen, eine Munitionsfabrik herzustellen. Sprich hier für die Stufe 1 Munition, hier die Stufe 2. Hier fehlt noch einiges an Montagemaschinen Stufe 3. Der gute haut's da echt rein. Also das dauert ein bisschen, bis das hier fertig ist. Und parallel schön schon mit dem LTN angezogen. Das Einzige, was hier fehlt, ist Kohle. Das macht er nämlich jetzt parallel auch. Auch wenn er gerade wieder wegfährt. Ich weiß auch nicht, warum. Den Stahlbahnhof ein bisschen umstellen, weil ich da halt 100.000 anfordere. Und da du ja gerade gemeint hast, dass ich das Stahl leer sauge, dachte ich mir, ich stelle mal auf 10.000 ein. Ja, wird eh gleich leer sein. Passt. Bis zu spät dran. Macht nichts. Währenddessen, stimmt, jetzt weiß ich noch, eigentlich wollte ich noch was offline machen, das habe ich jetzt verpeilt. Ich wollte mich noch ein paar Züge ins System schicken, aber gut, momentan geht's noch. Die Überlegung wäre natürlich hier, haben wir ja unseren Kupfererzbahnhof. Wir müssen auf jeden Fall das auch irgendwann anschließen, damit im Schnapsland das mal wieder abgebaut wird. Hier ist auch eine interessante Sache von Schnapsi aufgestellt. Okay. Was denn? Ach, da hast du schon mal ein bisschen Chlor angefangen, okay. Ja, das ist die provisorische Geschichte. Und ihr seht, er hat auch schon angeschlossen, hier Flammen. Also, geht gut ab. Ab und zu feuerfrei. Sieht man hier, genau, feuerfrei. Ab und zu sieht man hier echt große Angriffswellen mittlerweile. Wenn wir mal auf unsere Umweltverschmutzung gucken, wir haben diese Basen hier oben alle schon drin. Wir haben diese Basen oben drin. Aber wir werden mit Absicht diese Basen erstmal stehen lassen, damit A, die Verteidigung was zu tun hat. Und B, wollen wir ja testen. Wir wollen ja quasi zuschauen, wenn unsere ganzen Filteranlagen, unsere Luftreiniger anspringen, wie das dann so vonstatten kommt. Also, wir wollen quasi sehen, wie das Ganze runtergeht. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich dann einfach hier meine Kamera so positioniere und dann machen wir auch wieder den Schnelldurchlauf, während die Luftreiniger da pumpen und dann schauen wir einfach mal zu, ob das so funktioniert. Das wäre eine Überlegung. Ob ich es jetzt letztendlich mache, weiß ich nicht. Ich kann natürlich jetzt sagen, schreibt es mir in die Kommentare, aber ich bin mir nicht sicher, wann das sein wird. Nicht, dass das jetzt noch in der Aufnahmesession passiert, weil dann kann ich schlecht auf eure Kommentare reagieren. Wir nehmen ja immer 3 Folgen am Stück auf. Wobei ich glaube, dass wir es in dieser Aufnahmesession nicht mehr schaffen, die Luftreiniger. Nee, ich werde nicht mehr anfangen, Luftfilter zu bauen. Dachte ich mir schon. Was machst du eigentlich gerade? Ein kleines Tanklager für 20 Millionen Liter Rohöl. Also nur Blödsinn. Blödsinn. Genau. Gut, dann gehe ich mal zur Nachtfalter runter, weil ich glaube, Koks hat momentan oberste Priorität. Wen wundert's, ne? Mich. Dich wundert's? Das finde ich schön. Immerhin wundert's einen. Wen wundert's? Dich. Dich, du alte Schniefnase. So, weil dann würde ich einfach, weil ich ja eh gerade im Schienensystem beschäftigt war und das eh inventartechnisch noch habe, packe ich dir hier einfach einen Bahnhof hin. Habe ich zufällig eine Blaupause im Inventar? Was ist das? Oh Gott, das ist das Riesending. So, wie gesagt, das ist provisorisch. Ich werde das ganz, ganz easy basteln. Machen wir einfach ein bisschen länger. Brauchen wir erstmal ein paar Schienen. Ist gut, dann weiß ich Bescheid. Ich gucke nicht hin, wenn ich hochlaufe. Das ist gut. Guckst du nicht an. Kann das Elend nicht ertragen. Genau. So, gehen wir einfach hier mal raus. Da ich nicht weiß, Koks, weiß gar nicht, was da rumkommt bei ihm. Ich meine, er hat jetzt hier diese kleine Anlage gebaut. Ja, kohletechnisch. Echt? Ah, du kommst noch mit 2 weiteren Bändern, oder? Ja. Okay, also 3 Bänder, ja gut, dann passt es ja locker. Hier wurde übrigens umgestellt. Wenn du schon, vielleicht bist du auch noch nicht fertig, aber wenn du sowas umstellst, solltest du natürlich auch die Erze wieder anschließen, ne? Hm? Naja, du hast nicht nur das Koksband abgerissen, sondern auch die Versorgung für Quarz. Ach so, ja, die habe ich vergessen anzuschließen. Kann ja mal passieren. Alles gut. Wie würdest du jetzt sagen, ich wollte nur testen, ob dir es auffällt? Genau. Aber wir reißen das nochmal ab eben. Ich will mir eine Sache kurz kopieren. Machen wir es bis hierher kurz. Ja, schön, wenn das Auto auch mal wieder mithilft. Hat ja nicht immer so funktioniert.
So, wir haben eine Abnahme. Das heißt, wir brauchen so einen Bahnhof. Und da möchte ich doch gerne zumindest die Warenhäuser noch mit dabei haben. Dass ich es ungefähr sehe vom Platz her. Okay, dann gehen wir nämlich ein bisschen weiter runter. Gehen wir einfach hierher. Dann können wir das da anschließen. Da haben wir schon den Ausgang. Beziehungsweise kann hier ein normales Signal hin. Und von der Länge her passt das ja. Theoretisch. Habe ich schon wieder... Ich habe doch gerade Schienen geholt. Hallo? Hier? Nö? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Passt. Wunderbar. Das kommt da hin. Und das hier sollte auch passen. Sehr schön. Dann kann nämlich hier auch ein normales Signal hin. Dann haben wir hier auch noch einen Wartebereich. Wie gesagt, das Ding ist provisorisch, also passt das alles. So, oh, das Spice, das Spice. Kohle fließt. Das Spice? Hast du da echt das Spice gesagt? Hat er gesagt. Ich hab den schönen neuen Trailer vor kurzem gesehen, vom 9. Juni. Bin mir gar nicht sicher, was ich davon halten soll. Oh, ich find's bis jetzt eigentlich sehr nice. Ich hoffe auf sehr Positives. Du hoffst auf sehr Positives. Okay, das ist gut. Ich meine, es gibt ein schönes Video, das vergleicht quasi den alten Trailer mit dem neuen Trailer. Da merkt man schon. Ist das überhaupt fair? Nee, es ist ein Vergleich, weil die Szenen die gleichen sind. Also der Trailer ist 1:1 so aufgebaut wie der alte. Ja, wobei ich komischerweise sagen muss, ich habe diesen alten Trailer so nie gefunden, obwohl ich danach auch gegoogelt habe. Echt? Als okay. Mich interessiert hat. Ja, okay. Ich vermute mal, dass das einfach nur ein Zusammenschnitt ist. Ach so. Das kann natürlich auch sein, klar. Ja, gut, das weiß ich nicht. Ah, warte mal, wir können auch das Stahl da bei Brummi oben einfach rausklauen. Ah, guck mal, ui. Hier gibt es ja schon Munition zu klauen. Über 1000 Munition. Die schmeiße ich doch gleich mal auf unsere Verteidigungsfließbänder. Gäbe es jetzt hier noch Greifer, würde das wenigstens funktionieren. Hat noch jemand ein paar rote Fließbänder für mich? Die Anlage hat keine mehr? Nee, weil da kein Eisen drin ist und ich habe jetzt schon ein paar Mal nachgeschmissen, aber irgendwie werden da alles produziert, aber nicht rote Fließbänder. Ich kümmere mich kurz drum. Gar nicht so einfach. Ich will doch nicht, muss ich wieder am unteren Bahnhof klauen. Ja, warte mal, ich mach's jetzt anders. Wie machst du's? Ich schmeiß jetzt direkt in die, achso, nee, da kann ich's nicht reinschmeißen, aber ich kann's in die Zahnkräne da reinschmeißen. Nicht ins Hauptwarenhaus, weißt du? Ja, ich nehme jetzt aus jedem Warenhaus unten einmal ein Stack, also einmal ein Inventar raus. Dann ist der Bahnhof wenigstens gleichmäßig noch befüllt. Jo. Na gut, wenn man überall gleich rausnimmt, ist es ja auch wieder wurscht. Ja, das meine ich ja. Ja, ist schon klar, mein nur. Genau deswegen mache ich es ja, damit es wurscht ist. Wurscht. Vielleicht wird es aber auch Käse, wer weiß. Ja, wurscht. Der gute Emmentaler. Das ist, wenn du überall gleich rausnimmst, ist es wurscht. Wenn du aus einem rausnimmst, ist es danach Käse. Das stimmt. So, jetzt habe ich wahrscheinlich Pech, weil es passt hier nichts mehr rein. Ja, das war klar. Leider passen 6-mal raus, nicht in ein Warenhaus rein. Befülle ich jetzt einfach mal hier die ganzen Anlagen. Die brauchen ja eh was. Zack. Dann können die schon mal anlaufen. Da, die brauchen es auch. Schön. Ihr braucht's noch und ihr braucht's noch. Ah, fast Inventare. Hier können wir wieder was reinschmeißen. Oh, was fehlt denn denen? Reparaturkits. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Die Reparaturkits brauchen, glaube ich, Stein, oder? Ja, genau. Stein fehlt hier. Kann man hier kurz rausklauen. Dann kannst du auch hier mal rausklauen, wenn du welches brauchst.
Das müssen wir dann eh irgendwann demnächst mal räumen. Ach, da hat's auch noch Stein, okay. Brauchen wir ja eh nicht mehr. Ja. Stimmt. Ach. Oh, das Koks-Produktion läuft. Die Koks-Produktion läuft. Sehr schön. Gut. So, das wird wahrscheinlich jetzt dauern. Also wir haben hier 6 Stück. Ah, oh, ich kann nur 4 bauen. Ah. Oh. Was brauchst du denn? Warenhäuser hier oben. Frag doch einfach den Chef der Warenhäuser. Den Chef der Warenhäuser. Sehr gut. Oh, ich hab noch 10 Stück oder so. Okay. Du musst den einen Baum wegmachen, dann kann ich das letzte auch noch setzen. Setzt er da einen Tunnel hin? Geht weg. Ich brauche ja keinen Tunnel. Ups. So, wie schaut's aus Fließbänder technisch? Gibt's wieder 200. Sehr schön. Ich habe extra Fließband gedreht. Hm? Den Belader gedreht. Okay. Sonst sind die ganze Zeit da unten rausgelaufen. Ah, stimmt, hätte man eine Begrenzung hinmachen müssen. Stimmt. Ja, oder eine Abnehmkiste oder irgendwas. Pfui. Ja. Ich hätte ein Fließband unter mir gestellt und ich bin die ganze Zeit verrutscht beim Blaupause setzen. So, du gehst da lang, okay. Ich komme dir mal runter entgegen. Ah, wenn ich das jetzt so ziehe, dann sind die Dinger im Weg. Komm, können wir gleich die Bäume abreißen. Da machen wir es gleich so. Jetzt haben wir ja Dröhnchen. Ist ja nur eine gerade Strecke, dann geht das ja. Brauchen wir jetzt nicht den Mod da nutzen. Wenn es reichen würde. Ja, reichen, oder? Ah, nicht ganz. Aber. Na. So, jetzt guck ich mal. Jetzt sind wir bei 13 Minuten. Ich glaube, ich sollte so langsam den Cut setzen, sonst wird die Folge, denke ich mal, ziemlich lang mit dem Schnelldurchlauf. Ich hoffe, mein Timing wird funktionieren. In diesem Sinne würde ich sagen, wie es weitergeht, das seht ihr dann einfach beim nächsten Mal. Wenn das nicht angeht. Ciao. Tschüss.